Was wäre, wenn das amerikanische Ligasystem auch in Deutschland vorhanden wäre? Wer würde den Meistertitel gewinnen? Große Frage, nächste Frage. Ich habe ganze 28 Teams aus der ersten und zweiten Bundesliga in die MLS gepackt und wir schauen jetzt, wer hier den Meistertitel gewinnen kann. Welcome back to Sturbeck und IEFC 24 Bundesliga-Time. Wobei heute heißt es ja eher MLS-Time mit den Bundesligisten aus der ersten und zweiten Liga. Das wird ganz, ganz großes Kino. Bevor wir so richtig ins Video einspringen, würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst, den Kanal abonnierst, die Glocke aktivierst und das Video mit all deinen Freunden teilst. Das würde mein Herz erfreuen und würde den Kanal einfach weiter wachsen lassen. Und das wäre nicht nur für mich geil, das wäre auch für dich super. Umso mehr geile Videos kann ich für diesen Kanal und für dich da draußen erstellen. Schauen wir also sofort aufs Ligasystem von der MLS und du siehst schon, Leverkusen, Bayern München, Dortmund, Gladbach und Frankfurt sind hier in einer Tabelle aufgeführt. Ja, ärgerlich muss man dazu sagen, denn ich habe es wirklich mehrmals probiert, das Ganze, ich sag mal, gerecht aufzuteilen, beziehungsweise so ein bisschen Ost- und Westdeutschland oder auch West- und Ostdeutschland wirklich in Eastern und Western Conference aufzuteilen, aber ihr EFC hat mir das einfach nicht gegönnt und hat das so zusammengetragen, wie du es hier gerade siehst. Bedeutet also, in der Eastern Conference ist der 1. FC Köln, Union Berlin, Mainz 05, Bayern 04 Leverkusen, Bayern München, Borussia Dortmund, Gladbach, Frankfurt, Augsburg, Leipzig, SC Freiburg, TSG Hoffenheim, VfL Bochum, VfL Wolfsburg und der SV Werder Bremen. In der Western Conference haben wir Heidenheim, Kaiserslautern, Nürnberg, Schalke 04, St. Pauli, Düsseldorf, den Hamburger SV, Hannover 96, Hansa Rostock, Hertha BSC, Holstein Kiel, Karlsruhe SC, Darmstadt und Stuttgart. Und jetzt kannst du mir auf jeden Fall schon mal unten in die Kommentare schreiben, wer gewinnt hier das Ding? Wer wird Meister in der MLS von diesen Vereinen aus Deutschland? Selbstverständlich auch gerne den Torschützenkönig und den Torvorlagenkönig. All das jetzt unten in die Kommentare. Und vielleicht weißt du aber auch schon, wer den US Open Cup gewinnen kann. Auch das gerne unten in die Kommentare. Und jetzt denkst du dir sicherlich so, Strobeck, da fehlt doch aber das oder das Team. Auch das gerne unten in die Kommentare. Welches Team fehlt dir hier? Schreib's rein. Wir werden jetzt sehen, wer hier am Ende dieses Videos wirklich der Meister in der MLS von diesen Bundesligisten werden kann. Und wenn ich gerade schon vom US Open Cup spreche, dann schauen wir natürlich auf die Begegnungen rein. Oh, Runde 2. Bayern München gegen Mainz 05, Hertha BSC gegen Heidenheim, Dortmund gegen den Hamburger SV, VfL Bochum gegen Hannover 96, Kaiserslautern gegen Darmstadt, Kiel gegen Leverkusen, Augsburg gegen Karlsruhe, Rostock gegen Nürnberg, auf der anderen Seite Frankfurt gegen Düsseldorf und Wolfsburg gegen Freiburg. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wer am Ende hier diesen Cup gewinnen will. Halbzeit könnte man so sagen, in der MLS mit den Bundesligisten. Schauen wir zuerst in die Western Conference rein. Und hier steht Kaiserslautern mit 5 Punkten nach 16 Spielen auf dem allerletzten Platz. In der oberen Tabellenhälfte heißt das also auf Platz 7 Heidenheim, dann Darmstadt, dann Rostock, Hertha BSC, Schalke 04 auf 3, VfB Stuttgart auf 2 und auf 1 steht hier der Hamburger SV punktgleich mit 28 Punkten. Ha, da ist der HSV endlich mal wieder auf Platz 1. Ja, so kann das natürlich auch laufen. Und in der Eastern Conference steht der FC Augsburg auf dem allerletzten Platz. Sie haben aber bis jetzt nur 15 Spiele gespielt, 9 Punkte. Davor Union Berlin. Ha, Leverkusen nur auf Platz 11. Was ist hier los? Das kann man ja gar nicht verstehen. Auf Platz 7 Gladbach, 6 Hoffenheim. Bayern München nur 5. Das, liebe Fische, was an der Stelle 31 Punkte, ja gut, ja auch noch nicht die volle Halbzeit gezockt. Ein Spiel weniger, nichtsdestotrotz. Nur auf Platz 5, Platz 4, RB Leipzig. Platz 3, die SGE Frankfurt mit 36 Punkten. Auf Platz 2, der VfL Wolfsburg. Und auf Platz 1 steht hier Borussia Dortmund. Und die ersten beiden haben auch noch ein Spiel weniger als Frankfurt. Ich sag ja, es ist noch nicht ganz die Halbzeit erreicht, aber nichtsdestotrotz sieht das ja schon gar nicht so schlecht aus. Im US Open Cup hat der FC Bayern München in Runde 2 2:1 gegen Mainz 05 gewonnen. Heidenheim 1:0 gegen Hertha BSC. Dortmund 2:1 gegen den HSV, Hannover 96 2:1 gegen Bochum. Kaiserslautern gewinnt über Elfmeterschießen mit 5:4 gegen Darmstadt. Leverkusen setzt sich 2:3 gegen Kiel durch. Augsburg gewinnt 4:3 gegen Karlsruhe im Elfmeterschießen. Rostock verliert 2:1 gegen Nürnberg. Frankfurt setzt sich locker flockig mit 3:0 gegen Düsseldorf durch. Und Wolfsburg gewinnt hier 3:2 gegen Freiburg. Im Achtelfinale hieß das dann. Frankfurt verliert 1:0 gegen Bayern München. Union Berlin gewinnt 2:1 gegen Heidenheim. Hannover 96 setzt sich im Elfmeterschießen knapp mit 3:2 gegen Köln durch. Wolfsburg
gewinnt 2:1 gegen Kaiserslautern. St. Pauli verliert 1:0 gegen Leverkusen. Werder Bremen geht 2:0 unter gegen Dortmund. Augsburg gewinnt 2:1 gegen Gladbach. Und Schalke 04 verliert 2:1 gegen Nürnberg. Im Viertelfinale hieß das dann, Union Berlin gewinnt 3:0 gegen Augsburg. Bayern München setzt sich knapp mit 1:0 gegen Hannover 96 durch. Wolfsburg gewinnt 2:1 gegen Nürnberg. Und Borussia Dortmund gewinnt erst im Elfmeterschießen 4:2 gegen Leverkusen. Halbfinale bedeutet das Stand jetzt Bayern München gegen Union Berlin und der VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund. Aber was sagen die Torjäger und Torvorlagengeber? Schauen wir zuerst auf die Torjäger. Und hier steht Sebastian Aller auf Platz 1 mit 16 Toren in 16 Partien. Bei den Torvorlagen steht Mario Götze auf Platz 1 mit 7 Torvorlagen, vor Grimaldo mit 7 und Neuhaus mit 7 Torvorlagen. So ist der Stand zur Halbzeit in der MLS mit den Bundesligisten. 34 Spiele wurden gespielt. Schauen wir zuerst in die Westkonferenz. Kaiserslautern hat es geschafft, nicht Letzter zu werden. Holstein Kiel hat den Platz übernommen. Oh, Rostock von, ich glaube, 5 auf 12 runter. Ja, gut, ich meine, was soll ich machen? Das Team habe ich mehr oder weniger trainiert. Am Ende 12. ist immerhin nicht Letzter. Also von daher ganz gut mit Rostock, könnte man so sagen. Auf Platz 7 Darmstadt, 6 St. Pauli, 5 Schalke 04, 4 oh, Heidenheim. Auf Platz 3 der Hamburger SV von 1 auf 3 runter. Oh, Hamburg, Manometer, wie im Real Life, also wirklich. Auf Platz 2 Hertha BSC und auf Platz 1 der VfB Stuttgart. 8 Punkte Vorsprung vor Hertha, 12 Punkte vor dem Hamburger SV. Alter Verwalter. Und in der Eastern Conference ist der Letzte, der 1. FC Köln mit 38 Punkten, punktgleich mit Augsburg. Oh, Mainz, einen einzigen Punkt davor, wobei auch Union und Werder Bremen nur einen einzigen Punkt vor den Vorletzten und Letztplatzierten. Ah, das war ja wohl hier eine ganz knappe Kiste. Da bin ich ja jetzt wirklich gespannt, wer hier in der Eastern Conference auf Platz 1 gelandet ist. Auf Platz 7 Gladbach, 6 Bayern 0 für Leverkusen. Am Ende haben sie es noch geschafft, unter die Top 7 zu kommen. Auf Platz 5. Du hast eine weitere Idee für meinen Kanal, dann schreib mir diese jetzt unten in die Kommentare. Die SGE Eintracht Frankfurt mit 64 Punkten Platz 4. RB Leipzig 70 Punkte. Bayern München, ja immerhin auf Platz 3 hochgerockt. 70 Punkte, punktgleich mit RB Leipzig. Auf Platz 2 der VfL Wolfsburg mit 73 Punkten und auf Platz 1 Borussia Dortmund, 76 Punkte haben sie gerockt. Dortmund, wenn das mal im Real Life auch so wäre, vor Bayern München zu stehen, das hätte auf jeden Fall was. Und was heißt das jetzt für die Runde 1? Schauen wir raus. Heidenheim gegen Schalke 04, RB Leipzig gegen Frankfurt, Wolfsburg gegen Gladbach, Bayern München gegen Bayern 04 Leverkusen, das Nordderby, Hamburger SV gegen St. Pauli und Hertha BSC gegen Darmstadt. Und die Runde 1 ist vorbei. Schauen wir auf die Ergebnisse. Heidenheim gewinnt 1:0 gegen den FC Schalke 04. Vorhaut! Genommen. Ach, Schalke, Mann, oh Meter, wirklich. RB Leipzig verliert 2:1 gegen die SGE aus Frankfurt. Gladbach gewinnt 2:0 gegen den VfL Wolfsburg. Bayern gewinnt knappig mit 2:1 gegen Bayern 04 Leverkusen. Und St. Pauli setzt sich 2:0 gegen den HSV durch. Hertha gewinnt 1:0 gegen Darmstadt. Das Konferenz-Halbfinale heißt das Dortmund gegen Frankfurt. Bayern München gegen Gladbach. VfB Stuttgart gegen Heidenheim. Und Hertha BSC gegen St. Pauli. Ha! Das sind gute Konstellationen, oder? Und die Halbfinalspiele sind jetzt auch durch. Schauen wir auf die Ergebnisse. Dortmund gewinnt 2:1 gegen die SGE Bayern München. Rockt Gladbach mit 4:1. Der Stuttgart verliert 2:0 gegen Heidenheim. Und die Hertha aus Berlin gewinnt knappig mit 3:2 gegen St. Pauli. Für die Conference Finals bedeutet das Hertha BSC gegen Heidenheim und dann der El Clasico Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München. Ah, was das wohl wird. Das siehst du gleich. Die Conference Finals sind durch. Schauen wir also rauf. Hertha BSC gewinnt im Elfmeterschießen mit 5:3 gegen Heidenheim. Und auch Dortmund muss ins Elfmeterschießen, verliert hier aber 4:2 gegen Bayern München. Und damit steht das Final der Finals fest. Und zwar Bayern München gegen Hertha BSC. Denn ganz ehrlich, es kann einfach keinen anderen Sieger geben, außer den FC Bayern München. Würde ich jetzt mal stark behaupten. Und dann hat am Ende gewonnen. Hertha BSC besiegt den FC Bayern München mit 2:0 im Finale und gewinnt somit die Meisterschaft nach dem amerikanischen Ligasystem bzw. in der MLS. Sie sind also der Meister, wenn die Bundesliga bzw. wenn Deutschland das Ligasystem aus Amerika hätte. Ja, das kannst du dir einfach nicht ausdenken. Also das ist ja jetzt mal wirklich hier richtig großes Kino. Aber was sagt der US Open Cup? Und zwar waren hier im Halbfinale ja
Bayern München gegen Union Berlin und Bayern München gewinnt 4:1 gegen Union. Borussia Dortmund setzt sich 2:0 gegen den VfL Wolfsburg durch. Das hieß dann El Clasico im Finale vom US Open Cup und hier hat gewonnen der FC Bayern München mit einer knappen Entscheidung. 2:1 konnten sie sich durchsetzen und sind somit knapp am Double vorbeigeschrammt. Und zu guter Letzt natürlich, wer wurde Torschützenkönig und wer hat die meisten Torvorlagen gegeben? Zuallererst bei den Torjägern. Sebastian Aller gewinnt die Torjägerkrone mit 29 Buden in 35 Partien. 5 Tore mehr als Harry Kane. Morisha auf Platz 3 mit 18. Götze auf Platz 4 mit 17. Nina Lechner auf Platz 5 von Hertha BSC mit 17 Toren. Und der Torvorlagenkönig wurde Mario Götze mit 12 Torvorlagen, eine Torvorlage mehr als Harry van der Kane, 2 mehr als Sebastian Aller. Da gewinnt also Hertha BSC aus Berlin die Meisterschaft nach dem amerikanischen Ligasystem bzw. in der MLS. Wenn die Bundesliga dieses System hätte, das wäre schon richtig großes Kino, wenn das auch in Realität so wäre. Ja, das kann man sich auf jeden Fall nicht ausdenken. Wenn du genauso viel Spaß hattest wie ich mit diesem Video, dann gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, teile das Video mit all deinen Freunden, dann stickst du hier nochmal eins von diesen beiden Videos rein. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut.